Einen wunderschönen guten Morgen in die große Runde. Ich darf alle heute begrüßen zu unserem Webinar Teams Loves Power Automate Chat mit dem Geschäftsprozess. Schön, dass ihr es alle geschafft habt. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, haben sehr viel vorbereitet und eigentlich möchte ich auch gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Patrick Rauch. Ich sitze am Bodensee. Wir sind natürlich auch aufgrund von Corona, aber auch in der Regel relativ viel verteilt. Und haben heute natürlich ein paar Locations mitgebracht und natürlich auch ein paar Kollegen, die das Ganze übernehmen werden. Ich bin quasi nur der einführende Part in der ganzen Sache. Ich werde keinen aktiven Part übernehmen. Kümmere mich währenddessen natürlich um alle Fragen, die ihr so habt. Aber nun zu den wichtigen Personen. Ich habe dabei heute den Marco Schmidtnägel, meinen Kollegen als Referenten seitens Lansco. Er wird den Part übernehmen, Teams Loves Power Automate, chatten mit dem Geschäftsprozess, wird euch alles darum zeigen und wird so ein bisschen auch ja, auf die ganzen Applikationen rund um Microsoft 365 eingehen. Wir haben auch mit dabei, und das freut uns ganz besonders, unseren Partner, die AvePoint Deutschland, mit dem Alex Böhm, der den ganzen Part des Backup-Themas übernehmen wird. Natürlich angrenzend an das ganze Thema chatten mit dem Geschäftsprozess, Teams Loves Power Automate. Und ohne zwei Kollegen in der Technik, Regie und was alles dazugehört, geht es natürlich auch nicht. Deshalb, den sehen wir heute leider nicht, aber im Hintergrund sehr aktiv. Unser Jörg Wurzbacher kümmert sich um Technik, um Schnitt, dass alles einwandfrei funktioniert. Und wie schon angesprochen, werde ich den Part übernehmen, den gesamten Bereich Q&A, also all eure Fragen aufzunehmen, sodass wir die am Ende auch dann beantworten können. Ja, dann freue ich mich schon. In Hof, in unserer Zentrale, wenn man so möchte, in unserem Headquarter, steht Marco bereit. Marco, viel Spaß. Hallo, danke Patrick. Herzlich willkommen zu unserem Webinar heute. Mein Name ist Marco Schmidtnägel. Als Head of Innovation and Development bei Lansco kümmere ich mich primär um Dinge wie neue Ideen, Innovationen bis hin zum Kunden. Das heißt, das, was ich mir ausdenke, muss ich in gewisser Weise dann auch beim Kunden umsetzen. Da kann ich nicht einfach nur erzählen, sondern muss auch machen. Ich bin schon relativ lang dabei in der Microsoft-Welt, seit 2008 ursprünglich mal mit SharePoint gestartet und dann 2012, 2013 in der Cloud. Aktuell sehr spannendes Thema. Mir macht das Ganze Spaß als technischer Enthusiast und gerade eben in der modernen Cloud-Welt bekommen wir ja in gewisser Weise immer was Neues. Bei Lansco sind wir hauptsächlich dafür, stehen wir dafür da, dass wir moderne Arbeitsplätze einführen. Das heißt nicht nur Tools, sondern auch tatsächlich Mehrwerte daraus generieren. Wir nennen das Ganze als Modern Workplace Provider, dass wir das anbieten. Und es sind über die letzten Jahre damit auf sehr interessante Anforderungen und sehr interessante Szenarien gestoßen. Eine Sache, was uns da über die letzten paar Jahre sehr stark begleitet hat, war das Thema Low-Code-No-Code-Lösungen. Das kenne ich noch aus der in Anführungszeichen alten SharePoint-Welt, also sozusagen als der Server noch bei uns im Keller stand. Da war es eigentlich immer so, dass der SharePoint ein Baukasten war, wo wir uns Sachen zusammenstecken konnten und Business-Anwendungen war ein sehr großer Part davon. Einerseits haben wir ein Tool namens InfoPath gehabt, wo ich relativ schön Formulare bauen konnte, zum Teil auch sehr komplexe Formulare. Und auf der anderen Seite haben wir das Tool SharePoint Designer gehabt, was dann dafür gedacht war, um Geschäftsprozesse abzubilden. Und diese Kombination war doch recht mächtig. Ja, Microsoft hat uns beides weggenommen. Das heißt sozusagen, damit können wir jetzt heute nicht mehr arbeiten. Aber Microsoft hat uns als Ersatz relativ viele neue Tools gegeben. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Microsoft-Welt inzwischen eine klare Rolle dafür kennt. Und das ist der sogenannte Citizen Developer. Während wir auf der linken Seite mit Bordmitteln hauptsächlich dann unterwegs sind, wenn wir sagen, okay, SharePoint hat bereits eine Funktion oder Teams hat bereits eine Funktion dafür, es gibt quasi in gewisser Weise eine App im App Store dafür, dann ist es Bordmittel. Wenn wir sagen auf der rechten Seite, okay, da gibt es jetzt, das ist sehr komplex, da müssen wir wirklich eigene Software bauen, dann sind es die klassischen Entwickler. Aber genau das ist halt das, was Microsoft in gewisser Weise auch so ein bisschen von den Anbietern abhebt. Wir haben eine sehr große Unterstützung von diesen Citizen Developer, also dieser mittleren Schiene. Früher nannte sich das Ganze mal Power User, inzwischen eben Citizen Developer und setzt zum sehr großen Teil inzwischen auf der sogenannten Power-Plattform auf. Das ist, wie gesagt, nichts Neues. Also früher war halt SharePoint der Kern dieser Tools, also sprich in SharePoint mit SharePoint Designer, InfoPath, zum Teil auch Excel und Access. Heute ist es so, dass SharePoint in gewisser Weise auch nur ein Bausteinchen in dieser ganzen Citizen Developer-Welt ist. Wir haben neue Produkte bekommen, neu in Anführungszeichen, nämlich etwas, was sich Microsoft Lists nennt, was faktisch eigentlich SharePoint-Listen sind, aber in einem
etwas überarbeiteten Gewand und als eigenes Produkt nochmal hochgestuft. Was allerdings in der Cloud-Welt komplett neu war, sind die Power-Apps. Die Möglichkeit, dass ich eigene Benutzeroberflächen und zum Teil auch wirklich sehr komplexe Geschäftsanwendungen mit einer eigenen UI bauen kann. Natürlich dann unterstützt durch Power Automate, wenn es dann um den Geschäftsprozess an sich geht. Sozusagen X wird ausgelöst und dann passiert Y und Z und jemand wird benachrichtigt, genehmigt, solche Themen. Dann für Datenvisualisierung haben wir Power BI. Für sehr einfache Formulare, sozusagen ergänzend zu Power Apps, haben wir Microsoft Forms. Und zuletzt, relativ neu in diesem ganzen Bereich, haben wir die Power Virtual Agents, sozusagen Chatbots. Jetzt merkt man, dass hier ein Loch in der Mitte ist. Und das ist tatsächlich heutzutage Microsoft Teams. Was wir sehen in den letzten paar Monaten und Jahren, dass Microsoft eben weggegangen ist von SharePoint als zentrales Tool hin zu Microsoft Teams als das, wo sich eigentlich am Ende des Tages alles zusammenführt. Das macht strategisch auch Sinn, dazu komme ich gleich noch. Aber Tatsache ist, dass dieser Weg inzwischen sehr, sehr präsent ist. So, der letzte große Wurf, den Microsoft hier gemacht hat, nennt sich inzwischen Dataverse for Teams. Dieses Produkt oder diese Neukonzeption hatte eine interessante Art und Weise, wie sie den Namen gefunden hat. Ursprünglich dieses Dataflex, dann mal Project Oakdale und jetzt eben Dataverse. Der Grundgedanke ist, dass man sagt, okay, jedes Team hat einfach aufgrund seiner Teams-Lizenz bereits einen Zugriff auf diese Funktionen wie Power Apps, Power Automate, aber eben auch Power Virtual Agents und eine sogenannte Dataverse-Datenbank. Und das gehört vom Prinzip her dem angelegten Team. Wir werden das später sehen. Da habe ich ein HR-Team und dieses HR-Team hat eben entsprechend diese Funktionen gleich mit dabei und mitlizenziert. Die oberen beiden, Power Apps und Power Automate, sind schon relativ lang in der normalen Microsoft 365 oder Office 365 Lizenzierung in der Regel mit enthalten. Was aber tatsächlich jetzt neu ist, ist, dass die Power Virtual Agents und eben diese Dataverse-Datenbank gleich mit enthalten ist. Dafür wollte Microsoft, zumindest als Standalone-Produkt, vor einiger Zeit tatsächlich noch ordentlich Geld haben. Ja, warum macht das Ganze Sinn? Ich meine, es sollte ja jedem, gerade eben in der Microsoft-Welt, klar sein, dass Teams so ein bisschen das Ding ist, was in den letzten paar Monaten und Jahren wirklich massiv an Fahrt aufgenommen hat. Selbst vor Corona hat Teams ein Wachstum an den Tag gelegt, was wir von Microsoft-Produkten nicht unbedingt kennen. Da haben wir häufig den Fall, dass wir Microsoft-Produkte wirklich noch aktiv anschieben müssen und auf die Mehrwerte hinweisen müssen. Inzwischen ist es so, dass Teams von sich aus funktioniert. Also die Kunden fragen aktiv nach Teams. Wir haben an der Stelle so den Drive auch durch Corona natürlich noch um einiges stärker bekommen. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch davon aus, dass Teams in den Unternehmen, die sich für Microsoft 365 interessieren oder die sie haben, Teams ist dann da. Es ist sozusagen da und die Nutzer sind in Teams mit vorhanden. Es ist unwahrscheinlich, dass die Nutzer nach der Krise wieder rausgehen, weil die Erfahrung und das Feedback, was wir auch bekommen, ist da schon durchweg sehr positiv. Was bedeutet das insgesamt? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass Teams da ist und Teams auch verwendet wird, dann machen wir was Ähnliches, was wir in der Vergangenheit auch mit SharePoint gemacht haben. Als früher in der guten alten SharePoint-Welt der SharePoint quasi als die zentrale Plattform, quasi die Startseite des Unternehmens propagiert wurde, war der Gedanke immer, okay, über diese Startseite muss alles irgendwo erreichbar sein. Das Gleiche haben wir jetzt an dieser Stelle dann eben mit Teams. Was wir jetzt hier sehen, ist der Inhalt des letzten Webinars. Sie bekommen auch den Link auf das letzte Webinar, falls da Interesse besteht, wie wir jetzt ein Intranet-Portal in Teams einbinden mit relativ einfachen Mitteln. Und am Ende des Tages dem Anwender die Strategie in gewisser Weise anbieten können, okay, alles, was du findest, ist Teams first, also es ist in Teams. Es muss nicht Teil von Teams sein, also trotz allem kann hinter dieser Startseite immer noch ein SharePoint stecken, aber es wird sozusagen über Teams zugreifbar. Ja, letzten Endes, was man dann machen kann, ist, dass man so eine Art kleinen App-Store anbietet, also sozusagen meine ganzen Anwendungen, die ich im Unternehmen habe, so als kleine Apps gekachelt und dann dem Anwender entsprechend anbieten und das, was er halt braucht, nutzt er, bindet sich das in seinen Teams ein, hier in der linken Leiste von Teams und kann es dann am Ende des Tages tatsächlich auch auf dem Smartphone sehr komfortabel nutzen. Aber was bedeutet das jetzt konkret für Geschäftsprozesse? Geschäftsprozesse haben nämlich eine Besonderheit. Geschäftsprozesse basieren eben nicht einfach nur aus einer Einbettung, sondern Geschäftsprozesse basieren zu einem sehr großen Grad auch aus Interaktion. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, alle Formulare betten wir einfach als Seiten in Teams ein. Das wäre natürlich möglich, aber wir haben eben mit Teams und mit Power Automate noch Möglichkeiten, die darüber weit hinausgehen.
Grundsätzlich, was wir immer als Geschäftsprozess in irgendeiner Weise adressieren müssen, wir brauchen irgendwo Datenhaltung, wir brauchen irgendwo eine Prozesslogik, in unserem Fall dann eben primär Power Automate, und wir müssen irgendwie Interaktionen mit unseren Benutzern strukturieren und ihnen anbieten. Für die Daten haben wir klassischerweise SharePoint und Microsoft Lists. Wir haben jetzt in Zukunft auch diese Dataverse-Datenbank, aber das ist halt noch relativ frisch, daher haben wir es auch als Lansco noch nicht allzu viele Erfahrungen damit, aber es fühlt sich aktuell schon ganz gut an. Für die Prozesslogik ist es an der Stelle so Power Automate relativ klar, das ist so das Tool der Wahl. Und für Interaktionen haben wir sogar einen ganzen Blumenstrauß an Dingen, die wir machen können. Einerseits Teams selber, das ist einer der Punkte, was ich dann später zeigen werde. Aber andererseits können wir natürlich auch weiterhin Formulare einbetten, Power Apps einbetten oder vielleicht den Nutzer auch direkt auf die SharePoint-Liste loslassen und sagen, trag doch deine Daten und deine Eingaben da selber ein. Als Beispiel, um das Ganze jetzt entsprechend auch mal durchzugehen, haben wir uns einen Onboarding-Prozess herausgesucht, einen vereinfachten Onboarding-Prozess. Erfahrungsgemäß deswegen, weil Onboarding-Prozesse können recht komplex werden. Und dementsprechend kann ich nur, Prozesse können relativ komplex werden und dementsprechend ist es hier an der Stelle nur möglich, wirklich vereinfacht das Ganze mal durchzugehen. Ja, wir fangen an mit einem Formular, der von einem Mitarbeiter ausgefüllt wird. Das kann der Personaler sein. Dann kommt die IT zum Tragen und legt die ganze Sache entsprechend an, beschafft möglicherweise das Notebook und die Personalabteilung geht dann ins HR-System und trägt den Mitarbeiter an dieser Stelle ein. So, okay, dann springen wir in die Demo. Und schauen uns mal an, was wir gebaut haben. Ich würde das Ganze jetzt damit starten, dass ich Schritt für Schritt den Prozess mal durchgehe, so wie er aus der Endanwendersicht gelebt wird. Das Ganze beginnt damit, dass der Anwender zu seinem Formular finden muss. In dem konkreten Fall haben wir jetzt die Formularbibliothek ihm jetzt hier auch nochmal hinterlegt. Ich klicke hier auf Mitarbeiter registrieren. Habe jetzt mein einfaches Formular, fülle das jetzt aus. Das wäre jetzt hier der Karl Krause. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Und der Kollege kommt in die HR und benötigt ein Notebook. So, was passiert als nächstes? Als nächstes läuft jetzt ein Power Automate Flow los und adressiert an den richtigen Stellen die richtigen Personen. In dem konkreten Fall ist der erste Schritt, dass er die Kollegen von der IT hier in diesem Onboarding-Kanal adressiert und ihnen das hier schickt. Das hier ist eine sogenannte Adaptive Card. Vom Prinzip her sowas wie eine Art Formular, was aus dem Chat heraus generiert wird. Gut, er hat jetzt hier relativ einfach seine Schritte definiert, Postfach einrichten und sobald er fertig ist, klickt er hier drauf und sagt, okay, ich bin jetzt fertig, habe jetzt den karlkrause@wolke7.de, habe ich entsprechend angelegt und ich übermittle das Ganze an die HR-Abteilung. Damit hat die IT jetzt ihre Arbeit getan und wir sehen jetzt hier an dieser Stelle, jetzt wäre der HR-Kollege dran. Ich bekomme wieder meine Informationen, die Kontaktinformationen und habe jetzt an der Stelle dann die Personalnummer, die ich im HR-System eingelegt habe, beziehungsweise die aus dem HR-System generiert wurde. Und ich weiß, dass die Kostenstelle des neuen Kollegen die hier sein wird. So, jetzt würde theoretisch, könnten wir jetzt noch Dinge wie Genehmigungen mit einbauen. Wie gesagt, das ist alles etwas vereinfacht. Entscheidend ist, dass der Prozess dann irgendwann fertig läuft. Wie ich reinschauen, okay, es gibt jetzt noch einen kleinen Willkommenspost, der automatisch generiert wurde. Und um auch zu zeigen, dass es nicht unbedingt auf diese quasi chatbasierte Interaktion sein muss, wenn wir mal hier in Allgemein reinschauen und hier in Microsoft Planner, dann wurde für den Kollegen entsprechend auch sogar hier noch in der Onboarding eine Aufgabe generiert, wo die IT nochmal sieht, okay, ich muss jetzt irgendwann in den nächsten paar Wochen, bis der Kollege eben da ist, dieses Notebook hier beschaffen. Okay, was haben wir also gesehen? Wir starten mit einem Microsoft Forms Formular. Dann haben wir innerhalb von Kanälen in Teams haben wir dann Interaktionen mit den Benutzern. Am Ende haben wir dann tatsächlich noch einen schönen Post und eine Aufgabe, die generiert wird. Wie wird das gebaut? Es ist an und für sich einfach nur Anwenden von dem, was bereits da ist. Was können wir hier machen? Das heißt, ich gehe jetzt hier ran und sage, ich brauche jetzt erstmal ein Formular. Microsoft Forms.
In dem konkreten Fall würde ich jetzt hier sagen, das Onboarding-Formular. Ja, für alle, die Microsoft Forms nicht kennen, es ist ein sehr simpler Editor, in dem ich relativ einfach Dinge abfragen kann und auch mit einfachen Mitteln dann sagen kann, jetzt habe ich hier dieses Formular, diese Formular-URL und die muss ich halt jetzt irgendwo platzieren. Aber alles in allem sind diese Formulare je nach Eingabemenge sehr flott von der Hand gebaut. Wann setze ich Forms ein und wann setze ich Power Apps ein? Ist relativ einfach. Forms immer dann, wenn es wirklich ein einfaches Formular ist, ohne dass jetzt besondere Logik da drin stattfindet. Vorteil ist, Forms ist halt recht simpel, funktioniert automatisch auf dem Smartphone. Und ich muss mich eigentlich nicht um nichts kümmern, als nur zu sagen, was abgefragt werden soll. Power Apps wiederum kann halt sehr viel, ist aber dementsprechend auch wesentlich komplexer. Und das bedeutet dann an der Stelle, ich brauche eigentlich mehr Kompetenz in Power Apps. Ja, wenn ich dann dieses Formular hier hätte, dann sieht es am Ende des Tages entsprechend irgendwann mal so aus. Und mit diesem Formular muss ich irgendwelche Daten befüllen. Das heißt, ich brauche jetzt mal eine Datenbasis. Dann nehmen wir das nächste Produkt und das wäre jetzt in dieser Stelle Microsoft Lists. Ich gehe wieder auf den Tab, sagt Microsoft Lists. Neue Liste erstellen. Und hier hätte ich jetzt meine Onboarding-Liste. Ich nenne es mal auch mal Liste. Microsoft Lists ist im Grunde genommen SharePoint und dementsprechend hat SharePoint hier die Möglichkeit, normal so spaltenbasierend zu arbeiten. Die Titelspalte wäre jetzt mal der Nachname. Die zweite Spalte wäre wieder der Vorname. Und weiterhin hätte ich jetzt vielleicht noch die Kostenstelle mal, die jetzt dann später befüllt wird. Wofür ist diese Liste dann gedacht? Diese Liste funktioniert in erster Linie vor allem dafür, um dann eine gemeinsame Datenbasis zu haben. Weil es ist zwar schön, dass die Daten in dem Formular reinkommen und dann verteilt werden. Spannender ist aber eben auch, wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt hier eine Liste, in der kann ich den Prozessverlauf, den Prozessfortschritt auch tatsächlich mitverfolgen. Das Ganze, wie diese Liste dann fertig aussieht, sehen wir hier unter neuen Mitarbeiter. Es kommen halt dann noch wesentlich mehr Spalten dazu, die für die Steuerung gedacht sind. Aber vom Prinzip her ist es tatsächlich immer das Gleiche. Also nur Spalten anfügen, entsprechend auswählen, was es für ein Typ ist. Ist es eine Text, eine Zahl, ein Ja-Nein-Feld? Und am Ende des Tages haben wir hier eine schöne Liste. So, jetzt kommt eigentlich dann die Magie. Also was passiert denn im Hintergrund hier eigentlich? Sozusagen die Automatisierung. Und zu diesem Zweck gehen wir jetzt in die neue Umgebung für die Power Apps bzw. diese Power-Plattform-Lösungen. Interessanterweise versteckt Microsoft aktuell hier in der Power Apps App in Teams nicht nur Power Apps, sondern eben auch die sogenannten Cloud Flows oder die Power Automate Flows. Eben zugeschnitten jetzt auf ein Team, also zum Beispiel jetzt in dem Fall das HR-Team, aus dem diese Anforderung ursprünglich kam. Wir gehen jetzt hier auf Erstellen und wir sehen jetzt auch bereits, dass es zwei Umgebungen gibt. Es gibt hier einerseits die HR-Umgebung und andererseits die IT-Umgebung. Sollte bei Ihnen hier nichts angezeigt werden, dann gibt es einfach noch keine Umgebung. Dementsprechend hier einmal auf Erstellen klicken, das Team auswählen, beispielsweise jetzt hier Finance. Und jetzt würde ja anfangen, im Hintergrund diese Datenbank für Power Apps, Power Automate und dann eben tatsächlich Virtual Agents und die Dataverse Datenbank zu erstellen. In unserem konkreten Fall sind wir hier bereits recht weit. Das heißt, unter HR, wenn ich jetzt hier mal auf alle Anzeigen draufklicke, sehe ich alles, was jetzt bis jetzt hier drin ist. Das kann mitunter auch manchmal etwas mehr sein. In unserem Fall interessieren uns jetzt hier erstmal nur die Cloud Flows. Und ich sehe eben entsprechend hier diesen neuen Mitarbeiterflow. Das ist mein Flow, der bereits fertig ist. Wie dieser Flow gebaut wird, auch wiederum exemplarisch mal angefangen. Ich sage jetzt hier ein neuer Cloud Flow. Ich drücke hier mal auf Überspringen. Wo kommen meine Daten her? Sie kommen aus Microsoft Forms. Ich müsste jetzt hier an der Stelle ein Formular auswählen. Witzigerweise, das ist anscheinend gerade ein Bug bei Microsoft, dass ich jetzt dieses Formular hier nicht sofort sehe. Deswegen nehme ich mir jetzt mal testweise ein anderes. Dann müsste ich meine Daten aus dem Formular einmal abfragen. Auch das finde ich dann entsprechend in dieser Microsoft Forms Aktion. Antwort auswählen. So, die Antwort-ID. So, und jetzt könnte ich an dieser Stelle dann weiterarbeiten.
Was jetzt passiert, ist, dass wir eigentlich dann mit Aktionen arbeiten. Wir suchen uns die richtigen Aktionen raus. Die richtige Aktion für den ersten Schritt wäre naheliegenderweise, wie wollen die diese Daten in SharePoint speichern. Also hier reingehen und wir wollen etwas erstellen. In dem Fall ein Element, ein Listenelement. Suchen uns an der Stelle die Seite raus, unsere SharePoint-Liste. Und würden jetzt dann anfangen, die Felder zuzuordnen. Wie gesagt, das ist jetzt aus einem anderen Formular. Hier werden jetzt normalerweise die Felder stehen, die aus dem neuen Mitarbeiterformular kommen würden. So, schön und gut, jetzt haben wir unsere Daten eingetragen. Aber die eigentliche Magie mit diesen Adaptive Cards passiert eigentlich in Microsoft Teams. Es gibt in Microsoft Teams einige Aktionen, die irgendetwas mit Adaptive zu tun haben. Das heißt, wenn ich hier einfach Adaptive mal eingebe, dann bekomme ich hier verschiedene Dinge zurück. Adaptive Cards für einen Teams-Benutzer posten, für einen Chat oder Kanal veröffentlichen. Das ist das, was wir jetzt vorhin verwendet haben. Aber eben auch andere Dinge, wie entsprechend als Flowboard in einem Kanal posten. Also das hier würde sozusagen jetzt als der Nutzer geschrieben werden, der ich gerade bin, also Markus Schmidt-Nickel sozusagen, beziehungsweise hier der Admin. Und das hier wäre einfach ein generischer Flow-Benutzer, wo dann steht, eine Nachricht wurde gesendet von Flowboard. Dieser Flow-Editor an der Stelle, der ist, ich will jetzt mal sagen, relativ frisch. Das ist etwas, was Microsoft jetzt in letzter Zeit auch weiterentwickelt. Wir sehen in Zukunft, dass wir von Microsoft tatsächlich hier einen schönen, wir nennen das Inline-Editor, bekommen. Das habe ich hier mal aufgemacht, sozusagen in einer kleinen Preview. Da haben wir nämlich tatsächlich die Möglichkeit, da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, das war jetzt die falsche Aktion. Das hier. Da bekommen wir in Zukunft tatsächlich so einen kleinen Formulardesigner hier gleich mit drin. Der sieht dann so aus. Und das ist das, was eigentlich die Adaptive Card ausmacht. Sie können sich diese Adaptive Card vorstellen als tatsächlich so ein kleines Mini-Formular oder eine Informationsseite, die Sie mit Drag and Drop hier drin zusammenbauen. Sie sagen, hier hätte ich gerne eine Textbox, hier brauche ich ein kleines Inputfeld. Und so baut man der Reihe nach dann seine Dateneingaben hier zusammen. Es gehen von den Datentypen her so die Klassiker, Text, Datum, Zeitangabe, Nummer, Auswahl und so Schalter, wo die Adaptive Cards an ihre Grenzen stoßen, wenn komplexere Eingabelogik notwendig wäre. Beispielsweise ein Benutzerfeld, dass ich nur ein festes Set an Benutzern auswählen kann. Da wären wir dann tatsächlich wieder so in der Welt der Power Apps unterwegs. Aber für einfache Dinge reicht es tatsächlich vollkommen aus. Wie das Ganze dann aussieht, wenn man das mal gebaut hat, dafür springe ich jetzt sozusagen in den fertigen Flow einmal rein. Was jetzt aktuell halt noch der Fall ist, er fügt dann hier an dieser Stelle dieses, wir nennen das JSON, hier mit ein. Damit muss man aber nicht unbedingt arbeiten. Es reicht eigentlich tatsächlich, wenn wir den Editor verwenden. Wir kopieren vom Prinzip her einfach nur dieses JSON rein und an manchen Stellen ersetzen wir dann, okay, hier müsste der Vorname stehen, hier müsste der Nachname stehen. Als Ergebnis können wir in den nächsten Schritten dann auf diese Daten zugreifen. Wir können dann sagen, das, was jetzt hier in dieser Adaptive Card abgefragt wurde, da gab es eben ein Eingabefeld, in dem konkreten Fall für jetzt das Benutzerkonto. Diese Eingabe können wir dann nehmen und dann entsprechend weiterverarbeiten. Und so läuft dann der Prozess Stück für Stück durch. Also es geht immer, wir designen eine Adaptive Card, dann nehmen wir die Daten, die da rausfallen und verarbeiten die in dem Gesamtprozess entsprechend weiter. Wenn Sie sich Adaptive Card nochmal tiefergreifend anschauen möchten, es gibt hier eine Seite AdaptiveCard.io, wo Microsoft diesen ganzen Ansatz weiterentwickelt. Und auch hier finden wir nochmal diesen Designer. Auch mit einigen netten Vorschlägen, wo Microsoft einfach mal sagt, okay, so könntet ihr das verwenden. Beispielsweise hier so ein kleines Eingabeformular. Oder wenn man sich die anderen Beispiele mal anschaut, da sind zum Teil auch recht nette und zum Teil auch sehr komplexe Sachen drin, wo dann auch einiges an Arbeit reingesteckt werden muss. Aber man sieht halt, was technisch an dieser Stelle möglich wäre. Okay, was das jetzt an dieser Stelle für uns bedeutet, warum wir das Ganze so spannend finden, ist, weil wir dadurch endlich was hinbekommen, was in den vergangenen Jahren immer schwierig war, nämlich wir haben immer das Problem, dass wir in Geschäftsprozessen Medienbrüche haben. Dass wir sagen, okay, wir müssen irgendwie mit unserem Benutzer interagieren, wir müssen ihm mal eine E-Mail senden und wir müssen ihm dann mitteilen, okay, schau mal, klick jetzt auf diesen Link, dann kommst du auf dieses Formular, da machst du dann irgendwas.
Vielleicht musst du auch irgendeine Aufgabe abschließen. Also wir springen vom Prinzip her zwischen den Tools rüber und über. Während das, was wir jetzt mit Adaptive Cards machen können, wir können sagen, okay, schau mal, User, du bist ja sowieso in Teams. Und wenn irgendetwas von dir verlangt wird, dass du irgendwas zu tun hast, dann bekommst du das entweder als Chat-Nachricht mit einem kleinen Formular direkt geschickt oder es gibt halt entsprechende Prozesskanäle, wo du reinschaust und da sind die Formulare hinterlegt von den aktuellen Prozessen, die wir da entsprechend bearbeiten. Diesen Ansatz, den finden die Kunden wirklich sehr charmant. Was wir daraus gerade als Feedback mitbekommen haben, ist, dass diese Botschaft, die wir dadurch vermitteln können, hey, schau mal, Endanwender, alles, was ihr braucht, findet ihr tatsächlich in Teams. Das zieht wirklich. Das finden Endanwender wirklich gut. Wir können dadurch die Medienbrüche auf ein sehr, sehr weit runter reduzieren bis auf ein Minimum, sodass es halt tatsächlich so ist, jemand sieht die Nachricht, jemand bearbeitet die Nachricht oder beantwortet die Nachricht tatsächlich und sagt, @Kollege, hey, kannst du das eigentlich mal übernehmen? Und so haben wir quasi einen sauberen Chatverlauf zu diesem einen Prozessschritt. Also in gewisser Weise, der Chat ist in gewisser Weise die Dokumentation des Prozesses an der Stelle auch noch mit. Was wir dadurch vermeiden, ist, so bizarr es jetzt klingt, wir vermeiden dadurch tatsächlich Chat-Ping-Pong. Also selbst durch die Tatsache, dass wir zwar eine Nachricht in einen Chat schreiben und eigentlich Chat wiederum als Trägermedium nutzen, verhindern wir aber anderweitige Chat-Interaktion. Weil wie würde es denn sonst aussehen? Sonst würde der HR-Mitarbeiter würde sagen dem ITler, okay, schau mal, wir haben einen neuen Mitarbeiter, der muss jetzt das und das, brauchen wir. Wir brauchen diesen Benutzer-Account. Der ITler fragt zurück, ja, wie ist da der genaue Name, wo kommt der her und so weiter. Und so geht es hin und wieder mal trotzdem über einige Chatverläufe rüber und über, bis am Ende des Tages alle Informationen von A nach B gegeben wurden und der Prozess überhaupt erst weiterlaufen kann. Und was wir halt hier dann haben, ist, dass wir durch sehr, sehr einfache Mittel diesen Prozess strukturieren können. Wir verlassen nicht das Medium, Chat ist weiterhin das Medium, aber eben wir vermeiden unzählige Chatnachrichten, die möglicherweise notwendig wären in diesem Kontext. Was wir dadurch halt erreichen, ist, dass dieses Versprechen, was ja uns mit Teams oder mit jeder anderen Chatlösung immer gegeben wird, dass wir die E-Mail-Flut dadurch reduzieren, können wir dadurch halt tatsächlich erreichen. Weil nur, weil wir jetzt sagen, okay, schaut mal, ab sofort schreibt ihr jetzt alles in Teams, was ihr früher in E-Mail gemacht habt, würde ja das Problem eines Ping-Pong-Spiels nur um einen Prozess zu lösen, ja nicht lösen. Aber wenn wir sagen, okay, schau mal, es gibt einen definierten Prozess, der halt in dem neuen Tool dann gelebt wird über Formulare, dann haben wir eben entsprechend dieses Ping-Pong-Spiel nicht mehr. Und was ich auch sehr spannend finde, und das finden unsere Kunden auch sehr charmant, ist die Tatsache, dass Geschäftsprozesse mit diesen Ansätzen tatsächlich sehr leichtgewichtig umgesetzt werden können. Vielleicht gibt es Geschäftsprozesse, die zu 80-90% durch sowas abgebildet werden können, aber die letzten 10-20% sind halt nicht in diesem Sache automatisierbar. Aber selbst dann wäre schon einiges gewonnen, wenn man sagt, okay, 80% davon laufen über so einen leichtgewichtigen Ansatz. Die letzten 10-20%, okay, die müssen wir halt trotzdem noch irgendwie anders lösen. Aber alles in allem läuft es dann darauf hinaus, dass man sagen kann, solche Projekte sind keine Großprojekte zwangsläufig mehr. Das sehen wir bei uns an den Zahlen. Also wenn wir in ein Unternehmen reinkommen oder entsprechend beraten, haben wir häufiger den Fall, dass da bereits vorhandene Business-Process-Lösungen auch da sind oder es mit alten Lösungen, zum Beispiel auch auf SharePoint-Basis gemacht wird. Und allein die Schätzungen, wenn wir sagen, wir machen das jetzt hier mit so einem Ansatz, mit der Power-Plattform, wir liegen da häufig bei so einem Viertel der Zeit von dem, wenn wir es quasi in der klassischen alten Welt machen würden. Warum? Weil wir nichts aufbauen müssen. Power Apps ist da, Forms ist da, Power Automate ist da, Teams ist da. Wir müssen einfach nur die Tools nutzen, die wir sowieso hier drin haben. Ja, und was heißt das dann für uns? Wir haben gelernt bei Lansco, dass die Kompetenz aufbauen in diesem Segment sehr, sehr wichtig ist. Wir geben das auch gerne an unsere Kunden weiter. Also nicht im Sinne von, dass wir immer alles selber machen, sondern dass wir die Kunden auch motivieren, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, die IT-Abteilungen sind alle überlastet, das ist klar, aber an dieser Stelle haben wir halt wirklich Potenzial, wenn sich jemand mal, es muss nicht unglaublich viel Aufwand sein, der da reingesteckt wird, aber wenn sich jemand das mal anschaut und damit mal etwas rumspielt, merkt er, dass vielleicht so ganz einfache Sachen dadurch automatisiert werden können und kann dadurch Zeit freischaufeln. Also er kann wirklich entlasten. Und so dieses Prinzip, was sich aus unserer Sicht sehr häufig inzwischen in den Unternehmen etabliert mit solchen Lösungen wie Power Platform und Adaptive Cards, ist, dass die Rolle des Inhouse-Consultants immer stärker ausbildet. Dass man sagt, ich habe einen Spezialisten, der kann sowas, der spricht mit den Fachabteilungen und baut dann mit denen zusammen diese Prozesse. Gut, ich kann Ihnen empfehlen, schauen Sie sich das bitte an. Es ist, wie gesagt, vielleicht, auch wenn das gerade dieses Chasen manchmal etwas technisch wirkt, Tatsache ist, dass es das nicht unbedingt ist. Also
Wir haben an dieser Stelle einfach gesehen, es braucht nicht allzu viel Aufwand und nicht unbedingt großes technisches Verständnis, um da wirklich coole Sachen auch zu bauen. Die Konsequenz, die wir haben, und das muss halt auch klar sein, ist, je mehr wir in die Cloud verlagern, je mehr wir in Teams haben, je mehr Daten wir auch in SharePoint lagern, in Forms und sowas, das bedeutet eben auch, dass wir für die Sicherheit dieser Daten und die Konsistenz dieser Daten sorgen müssen. Natürlich, wir können auf Microsoft vertrauen an der Stelle, aber Tatsache ist halt, dass mal Sachen gelöscht werden, dass der User trotzdem irgendwas verstruppelt und dementsprechend brauchen wir eigentlich Tools, die uns da aus IT-Sicht auch noch unterstützen, dass wir Sachen mal wieder zurückholen können, wenn es dumm läuft. Und dafür gibt es Tools wie AvePoint, einer unserer Partner, und damit gebe ich jetzt an meinen Kollegen von AvePoint. Marco, ganz, ganz vielen Dank. Ich hoffe, man kann meine Präsentation jetzt sehen. Jörg, gib mir mal ein Zeichen. Sehr schön. Mein Name ist Alex Böhm. Ich bin Solution Engineer bei der AvePoint Deutschland. Und ich nehme Sie jetzt so ein bisschen mit, was eigentlich so im Hintergrund passiert. Marco hat sehr, sehr viel erzählt, was so in diesen Flows und in den Teams oder sich im Team dann halt verändert hat. Und wie ich halt automatisiert so Prozesse nachher in Teams dann wirklich darstellen kann. Und ich habe es gerade hier im Q&A-Bereich unter anderem schon gesehen. Die Frage ist halt da, wo sind nachher eigentlich meine Daten? Und das ist ein ganz wichtiges Thema an dem Punkt, denn diese Daten, die leben halt nicht in Teams weiter, sondern sie leben in Microsoft 365 weiter und im Office 365. Und wenn wir uns das Thema hier einmal anschauen, ich habe hier eine Grafik von Jump to Office 365 mal eingeblendet, dann ist es relativ einfach, hier drauf zu sehen. Und ich kästle das einfach mal mit meinem Stift hier ein und Sie sehen das hier schon. Das ist der Kosmos, in dem sich meine Daten in Microsoft Teams bewegen. Und da finden wir unsere alten Bekannten an der Stelle halt auch wieder. Da ist nämlich einerseits unser Planner, da ist andererseits Forms und natürlich, ganz wichtig, da ist auch der SharePoint. Und der SharePoint ist in Office 365 weiterhin das zentrale Element. Klar, Teams wird immer größer, aber Teams setzt halt für die ganze Engine, für alles andere, was drunter ist, auf die Möglichkeit, Daten nachher im SharePoint abzuspeichern. Und wenn wir uns über diese Daten halt einfach mal Gedanken machen, wir speichern die auf dem SharePoint, wir speichern Daten in Teams, wir speichern Daten in den jeweiligen Plannern, dann ist halt die Frage, wie sichern wir diese Daten eigentlich? Das sind ja durchaus Prozessdaten, die wir irgendwo ablegen müssen. Die Prozesse werden dargestellt in Flow oder in Power Automate, wie es ja heute heißt. Die Elemente liegen nachher in den SharePoint-Listen und natürlich auch die Forms, die ich vielleicht an der Stelle erstellt habe, um halt diese Daten halt abzufragen. Und all das muss ja irgendwo gespeichert werden und es wäre ja sehr, sehr schlecht, wenn ich meine Geschäftsprozesse halt abbilde und ich die nachher dann einfach nicht wiederbekomme für den Fall, dass sie vielleicht verloren gehen. Und an der Stelle können wir halt mit der LearnSchool zusammen unterstützen, denn wir haben eine Cloud-Backup-Lösung im Portfolio, welche die kompletten Daten, und Sie sehen es hier schon, den kompletten Office 365-Kosmos abdeckt. Und das nicht hin einfach nur bis zu irgendwelchen Daten oder Dokumenten, sondern halt wirklich mit der Struktur dahinter. Und wenn wir uns das Thema dann zum Beispiel mal aus Microsoft Teams dann wirklich anschauen, ich habe hier jetzt unser Demo-Team einfach mal aufgemacht und wir hatten vorhin bei Marco ja auch gesehen, dass wir zum Beispiel in diesen Channels Conversations haben und diese Conversations beinhalten dann zum Beispiel die Willkommensnachricht, können aber ja auch vielleicht noch zusätzliche Informationen beinhalten zum neuen Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Und diese Dinge bekomme ich halt ganz, ganz einfach auch wieder für den Fall, dass sie mal gelöscht werden sollten. Und das kann ich einfach über unseren Restore machen. Das heißt, ich gehe als Administrator hin, gehe auf Microsoft Teams und kann dann im Endeffekt auswählen, was ich machen will. Ich kann, wenn ich weiß, wo meine Daten stehen, hier rüber gehen und sagen, okay, ich suche sie direkt. Oder aber, und das kommt ja in der Regel öfter vor, dass Kollegen anrufen und sagen, hey, ich habe da irgendwie Daten verloren, die sind nicht mehr da. Ich weiß auch gar nicht, was damit passiert ist. Und dann habe ich die Möglichkeit, einfach über den Backup-Kalender hinzugehen und mir einen Restore-Point auszusuchen. Und von da aus ist es ganz, ganz einfach. Und ich zeige das jetzt anhand dieser Chat-Nachricht einfach mal, wie ich die halt wiederbekommen kann. Das heißt, ich wähle hier mein Team aus und klicke einfach drauf.
und drille, wie ich das halt auch in Teams gewohnt bin, einfach weiter rein und sehe hier zum Beispiel meine Channel. Einfach noch einen Klick drauf und ich sehe die kompletten Inhalte, die in diesen Channels in dem Microsoft Team drin waren. Und da sieht man hier sehr schön, hier haben wir zum Beispiel auch so ein paar mit so einem Schlösschen dran. Das heißt, wir haben hier auch Private Channel mit im Backup. Und wenn ich einfach weitergehe, gehe ich auf General, also in den allgemeinen Kanal und finde da dann halt nicht nur meine Dateien wieder, wenn da irgendwelche Dokumente, Bilder oder Ähnliches drin abgelegt worden sind, die ich dann einfach markieren kann und direkt in oder out of place wiederherstellen kann. Ich kann halt auch meine Conversations wiederherstellen, sodass ich eine Historie in dem jeweiligen Team hinterlegen kann, sodass ich auch einen Nachweis darüber habe, dass diese Daten halt an irgendeiner Stelle wiederhergestellt worden sind, beziehungsweise irgendwann mal angefragt worden sind. Jetzt hatten wir vorhin in der Live-Demo ja auch gesehen, dass wir unter anderem ja auch für die IT diese Planner-Daten erzeugen können. Das heißt also, wir haben hier unseren Onboarding-Plan zum Beispiel und da stehen verschiedene Tasks im Endeffekt drin. Und beim Planner, und das ist wahrscheinlich vielen von Ihnen einfach auch bewusst, gibt es eben keinen Papierkorb, keine Möglichkeit in irgendeiner Weise Daten wiederherzustellen, wo ich hingehe und einfach sage, okay, delete. Und egal, ob das jetzt eine Aufgabe ist, die ich erstellt habe oder die jemand anders erstellt hat oder die mir oder jemandem anders zugewiesen wird. Ich kann als normales Mitglied in diesem Channel, in diesem Planner hingehen und Daten einfach rauslöschen und dann ist die Aufgabe für immer und ewig weg, wenn ich jetzt nicht hier unten auf Undo geklickt hätte. Das heißt, ich kriege diese Daten nicht mehr zurück und auch da unterstützt dann unser Cloud Backup an der Stelle, dass wir einfach hingehen können, ich gehe jetzt hier einfach mal zurück und sehe hier ja auch meine Planner-Daten. Das heißt, ich klicke da drauf und ich sehe hier wieder meine Channel und ich gehe einfach hin in den Onboarding und jetzt schaue ich mal eben, welchen ich gelöscht habe. Wo war er denn? Ich weiß es nicht mehr genau, welcher es war. Ich kann ihn hier einfach anklicken. Zack. Und sage dann wiederherstellen und diese Planner-Tasks werden automatisch wieder in den jeweiligen Planner zurückgeschrieben mit allen Informationen, die dazugehören, sodass ich damit dann an der Stelle wirklich weiterarbeiten kann. Jetzt haben wir ja immer noch dieses Thema, dass ja diese Daten, die hier irgendwo drin stehen oder aber auch, die ich in den Listen im SharePoint gespeichert habe, dann ja an der Stelle auch irgendwo wiederbekommen möchte. Und auch das ist natürlich in Cloud Backup mit inkludiert. Und ich gehe hier wieder zurück. Ich springe eine Ebene, noch eine Ebene zurück und ich sehe hier auch für meine Teams und natürlich auch für alle anderen Elemente in meinem Tenant halt die SharePoint-Inhalte. Und ich klicke einfach drauf und Sie sehen es hier schon. Hier werden halt nicht nur irgendwelche Daten gebackupt, sondern ich habe hier meine Listenelemente drin. Ich habe hier Libraries drin und kann an der Stelle halt auch weiter reindrillen. Und unter anderem sehe ich halt hier auch meine Forms, meine vorgefertigten Forms, die ich wiederherstellen möchte. Ich kann entweder die komplette Library wiederherstellen oder halt noch eine Ebene tiefer geben, um die Daten daraus wiederherzustellen. Gar kein Problem. Ich finde alles in meinem Backup nachher wieder. Und das Wichtige dabei ist, wenn ich das über so einen Arbeitstag einfach verteilt sehe, dann kann es ja durchaus sein, dass heute Morgen was erstellt worden ist und heute Nachmittag hat das irgendjemand gelöscht. Wir machen 4 Backup-Punkte am Tag oder 4 Recovery-Points, wie man sie nennen kann. Das bedeutet, im 6-Stunden-Rhythmus, und Sie können den Start sozusagen bestimmen, wird die komplette Umgebung gebackupt und die Daten dann aus dem jeweiligen Channel rausgezogen, aus den jeweiligen Elementen rausgezogen und verschlüsselt, in der Cloud abgelegt und Sie haben die Möglichkeit, über die Backup-Umgebung ganz schnell hinzugehen und diese Daten dann zu dem gewünschten Zeitpunkt wiederherzustellen. Wenn wir halt schon über Automatisierung sprechen und über Automatisierung gerade im Hinblick auf Teams, dann kann unsere Cloud-Backup-Umgebung an der Stelle noch zusätzlich unterstützen. Denn Sie kennen das ja sicherlich alle auch. Backup-Anfragen sind sehr aufreibend, sehr zeitaufwendig, wenn man mit dem jeweiligen Mitarbeiter telefonieren muss, wenn es in den Tickets vielleicht Informationen oder Ähnliches fehlen. Und jetzt können wir an der Stelle einfach hingehen und mit unserem AvePoint Cloud Backup
den Enduser ermächtigen, selbstständig Daten wiederherzustellen. Und dafür gehe ich wieder zurück in Teams. Und vielleicht haben Sie es vorhin bei Marco in der Live-Demo schon gesehen. Er hat unseren Ava-Bot, unseren AvePoint Virtual Assistant, hier, ein kleiner Chatbot, auch in Teams mit eingebunden. Und ich klicke einfach drauf und Ava fragt mich dann einfach, was möchtest du tun? Was möchtest du wiederherstellen? Und ich kann dann hingehen und kann aus meinem OneDrive oder aus meinem Exchange oder aber aus Teams und Groups Daten wiederherstellen, in denen ich Mitglied bin. Und ich kann dann einfach auf den Exchange jetzt hier zum Beispiel klicken und Ava fragt mich genau die gleichen Dinge, die mich der Helpdesk-Mitarbeiter auch fragen würde, die mich das Ticket fragen würde oder die ich im Ticket halt angegeben hätte. Nämlich, was weißt du noch von deiner E-Mail? Oder von wem kam die? Oder wo lag die? Und ich kann hier einfach hingehen und tippe jetzt hier mal Rechnung ein. Und ich hoffe, dass er jetzt hier was anzeigt. Und was passiert im Endeffekt? Ava antwortet mir direkt und schaut halt nach Elementen, die mit dem Subject, mit dem Betreff Invoice in meinem Posteingang waren und aber schon ins Backup überführt worden sind. Ava macht aber noch einen Step mehr an der Stelle. Ava schaut halt nicht nur im jeweiligen Backup nach, sondern schaut auch im Papierkorb nach. Denn ganz oft ist es ja so, dass ich halt irgendeine Mail oder Ähnliches einfach nur durch Entfernen und die Benachrichtigung bestätigt habe, dass halt die Mail halt weg ist. Und ich kann dann halt hingehen und diese einfach auch aus meinem Papierkorb wiederherstellen. Und das kann ich als Enduser tun, indem ich hier einfach auf Restore klicke und die Mail kommt dann automatisch wieder in meinen Posteingang zurück. Das Ganze hier noch einmal aufgeführt, wie es technisch funktioniert. Ich will gar nicht so tief in die Technik da einsteigen. Wir nutzen an der Stelle unter anderem halt den Azure Backbone. Das ist eine 100%ige SaaS-Lösung, die automatisch skaliert. Das heißt, Sie wachsen in der Cloud, die Daten werden immer mehr und unsere Umgebung wächst im Hintergrund mit, ohne dass Sie an der Stelle in irgendeiner Weise VMs konfigurieren müssen, komplexe Konfigurationen von irgendwelchen Proxy-Servern in der Cloud machen und im All-Inclusive-Paket sogar das komplette Storage an uns mit auslagern. Und das halt für den vollumfänglichen Microsoft 365-Kosmos, also für Teams, Exchange und so weiter, bis zum Single-Item runter. Und da ist noch ein bisschen mehr für Sie an der Stelle drin. Nämlich einerseits Ava habe ich vorhin schon gezeigt. Wir bringen eine GDPR-Konformität mit. Das heißt, Sie können Daten aus dem jeweiligen Backup nach herauslöschen. Das Backup ist von vornherein vollständig verschlüsselt. Es wird über Azure Key Vault verschlüsselt. Und wenn Sie sagen, hey, coole Sache, aber ich möchte gerne meinen eigenen Schlüssel mitbringen, gar kein Problem, wir binden Ihren Azure Key Vault an. Und da wir aus dem Enterprise-Business kommen, ist das Ganze halt mit einem Account-Management versehen und an das Azure Active Directory angebunden. Das bedeutet, all Ihre Administratoren authentifizieren sich über die Microsoft Azure AD-Dienste. Und wenn Sie zusätzliche Faktoren eingebaut haben, wie zum Beispiel Multifaktor oder Conditional Access Rules, ist es gar kein Problem. Auch die werden dann bei uns direkt mit unterstützt. Und Sie können ganz granular steuern, wer auf welche Daten Zugriff haben soll. Das heißt, zum Beispiel, dass gewisse Administratoren vielleicht nur auf die Elemente, die wir heute gesehen haben, also im SharePoint-Bereich, auf bestimmte Bibliotheken, auf bestimmte Teams Zugriff haben, aber gar nicht auf die komplette Organisation. Auch das ist komplett bei uns mit inkludiert. Und als letzten Step bringe ich Ihnen an der Stelle noch einen kleinen Ausblick mit, nämlich was bei uns in der Roadmap ist. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass wir den fast vollumfänglichen Office 365 Backup haben. Aber an manchen Stellen ist es halt einfach so, dass die Microsoft APIs noch nicht die volle Performance bieten, noch nicht den vollen Zugriff auf alle Elemente im jeweiligen Tenant. Und ich habe es hier einfach mal als Auszug aus unserer öffentlichen Roadmap einfach auf dieser Folie mal zusammengefasst. Und da sehen Sie halt, wir supporten zukünftig auch die Power Apps. Die Stream-Plattform, also nicht nur, dass wir die Daten, die halt jetzt ja im SharePoint und in den jeweiligen OneDrives liegen, mit backuppen können, sondern auch die Plattform selber, wenn Sie darüber Gruppen bauen, wenn Sie darüber Videos berechtigen, dass auch die halt mitsupportet ist. Und natürlich ganz, ganz wichtig, ich hatte es gerade schon gesagt, die Power-Apps, unter anderem dann halt auch einen Power-Automate mit drin. Aber da warten wir, wie gesagt, auf die Microsoft, dass die APIs freigegeben werden. Von unserer Seite ist es mit drin. Sobald halt das freigegeben ist, wird es in die jeweilige SaaS-Lösung mit implementiert.
Und selbst wenn Sie heute oder vielleicht gestern schon mit Cloud Backup gestartet sind, dann ist es automatisch mit in Ihrer Umgebung nachher drin. Und an der Stelle gebe ich zurück an den Patrick. Der freut sich schon, ich sehe es hier in der Kamera, zu unserer Q&A-Session. Na klar freut er sich. Vielen Dank, Alex. Ja, super, vielen Dank für die beiden Vorträge. Danke, Marco, danke, Alex. Wir sind super in der Zeit, wenn ich so ein bisschen aufs Zeiteisen schaue, wie man so schön bei uns sagt. Ich habe einen Haufen Fragen gesammelt. Es sind tatsächlich sehr viele Fragen reingekommen. Unterm Strich waren es, ich schaue gerade noch mal schnell rüber, 14 Fragen. Die können wir natürlich nicht alle beantworten, vor allem, weil sie auch natürlich alle in einer ganz unterschiedlichen Form und in einem ganz unterschiedlichen Umfang beantwortet werden können. Ich würde aber trotzdem gerne auf den einen oder anderen, auf die ein oder andere Frage und auch damit auf die Personen, auf unsere Teilnehmer eingehen wollen. Und zwar würde ich gerne, um dem Alex so ein bisschen den Verschnaufen zu ermöglichen, zuerst mal den Marco in verhaften, wenn man so möchte. Es wurden zwei Fragen gestellt, die eigentlich relativ gut und relativ eng miteinander zusammenhängen. Und zwar sogar tatsächlich die ersten beiden Fragen. Marco, du hast schon erwähnt gehabt, dass Teams immer mehr in den Mittelpunkt rückt und dass Teams immer mehr in der ganzen Infrastruktur einnimmt an ich sage jetzt einmal, Umfang. Und da kam berechtigterweise die Frage, naja, schwindet denn der SharePoint über kurz oder lang? Und damit verbunden, was ist denn dann überhaupt noch die Rolle vom SharePoint in Zukunft? Mhm. Genau, also als alter SharePointler habe ich mir die Frage natürlich häufiger gestellt. Tatsache ist, dass der SharePoint nicht verschwinden wird. Also das ist technologisch schon gar nicht mehr möglich. Microsoft Teams nutzt ja den SharePoint als Dateiablagesystem. Dementsprechend könnte Microsoft den SharePoint gar nicht mehr wegbringen. SharePoint wird aber zunehmend in die Rolle, ich will jetzt nicht sagen gedrängt, aber es macht Sinn, den SharePoint als wirklich so eine Art Applikationsplattform zu sehen, womit wir Teams weiter unterstützen können. Das heißt sozusagen, wir bauen weiterhin Intranets, weil Intranets, Informationsseiten, Vorlagenbibliotheken oder sowas macht weiterhin Sinn. Aber wir zwingen den User nicht mehr zu sagen, jetzt gehe ich hier bitte auf die Startseite dieses Intranets und klicke dich von da an durch. Was wir stattdessen machen, das war wie gesagt Teil unseres letzten Webinars, wir binden eben diese Startseite in Teams ein, also eine kleine App. Da kommt jetzt demnächst von Microsoft auch eine sehr interessante Sache, das nennt sich die Microsoft Teams Home App. Ich glaube, es ist inzwischen auch in diesem Viva-Kontext, der jetzt kam, aufgegangen. Da werden Sie dann direkt in Microsoft Teams die Möglichkeit bekommen zu sagen, es gibt hier diese eine SharePoint-Site und die soll in meinem Team sehr prominent angezeigt werden. Und das wird in Zukunft auch die Rolle von SharePoint sein. Also SharePoint ist definitiv nicht tot. Dafür ist es einfach zu hoch bei Microsoft aufgehängt, aber es wird sozusagen logisch in Teams mit rein integriert werden. Vielen Dank, Marco, für die umfängliche Antwort. Ja, damit es sich natürlich benachteiligt fühlt. Wir vergessen natürlich keine der Fragen. Wir werden die natürlich auch im Nachgang alle beantworten. Ich habe aber noch eine spannende Frage, beziehungsweise wurde die tatsächlich sogar doppelt gestellt. Und zwar hast du gesagt, naja, man kann ja die unterschiedlichsten Datenquellen anzapfen, um dann auch eben mein Power Automate zu befüllen, meine Power Apps zu befüllen, also meinen Microsoft Cosmos zu erweitern. Und da kamen die Fragen auf oder die kombinierte Frage, wie sieht es denn eigentlich mit Fremddaten aus? Also zum Beispiel möchte ich ein Formular auf einen Kunden referenzieren, der beispielsweise aus einem ERP-System, SAP Dynamics, aus irgendeiner anderen Datenbank kommt. Mhm. Geht das und wie sieht das aus oder wie würde das aussehen? Genau, also SAP ist der Klassiker, den haben wir immer wieder. Das kommt ganz auf das Fremdsystem drauf an. Also es ist so, dass Microsoft inzwischen in Power Automate und auch Power Apps Konnektoren gibt, auch auf Systeme, die vielleicht jetzt nicht unbedingt typisch für Microsoft sind. Wenn da kein Konnektor vorliegt, folgende Empfehlung, sprechen Sie letzten Endes mit dem Anbieter oder Ihrem internen Betriebler von SAP und finden Sie eine Lösung, wie Sie diese Daten aus dem System zugreifbar bekommen oder, auch das machen wir sehr häufig, über irgendeine Art Wartungsjob zum Beispiel in eine SharePoint-Liste regelmäßig exportieren. Also Klassiker bei uns ist zum Beispiel die Kostenstellenliste, die liegt halt im SAP. Und was wir dann häufig haben, ist, dass man mit dem SAP-Team spricht und sagt, könnt ihr uns vielleicht einmal in der Nacht einen Export machen, bitte dort ablegen und dann läuft einen Job durch, sei es ein kleines PowerShell-Skript oder ein anderer Automatismus, der diese Daten wieder nimmt und in eine SharePoint-Liste ablegt. Und damit nutzen wir dann, gehen wir wieder auf Power Automate bzw. Power Apps dann drauf. Das ist so der klassische Anwendungsfall, wenn es eben keine direkte Konnektivität gibt. Okay, vielen Dank. Ich habe noch eine ganz spannende Frage, die so eher in die Admin-Richtung geht. Und dann würde ich auch gleich schon mal zum Alex rüberschwenken. Der darf sich quasi schon mal in die Startlöcher begeben. Und zwar geht es darum, die Frage wurde gestellt der Administration beziehungsweise auch der Zugänglichkeit von diesen Mechanismen, die wir jetzt da vorgestellt haben oder die du da vielmehr vorgestellt hast. Also wie kann ich das im Prinzip
wie soll es eingestellt werden, dass nur Admins beispielsweise Listen, Flows etc. generieren können? Was ist da deine Empfehlung? Die Frage geht noch an den Marco. Ach, sorry, weil nämlich der, bei uns ist nämlich der Alex gerade live. Ja, nee, ich wollte eigentlich, dass der Marco die Frage noch beantwortet, okay, aber halb so wild. Ja. genau, also das ist generell eine Frage, weil Microsoft eigentlich alles dafür tut, damit die Welt ziemlich offen ist. Das heißt sozusagen, Microsoft möchte eigentlich per Default nicht, dass wir den Usern was wegnehmen, dass alle Power Apps und Flows oder sowas einstellen können. Es gibt Konfigurationsmöglichkeiten, die sind dann zum Teil etwas versteckt, auch mit PowerShell und sowas, wo man bestimmte Sachen verhindern kann, zum Beispiel die Erstellung von diesen Power-Apps-Umgebungen, die jetzt Teams zugeordnet sind, lässt sich konfigurieren, aber es ist nichts, was vom Standard her ist. Man muss da echt vorsichtig sein aus meiner Sicht, weil Microsoft, wenn sie neue Funktionen bringen, auch die inzwischen sehr häufig einfach da sind und offen sind und jeder kann sie nutzen. Was wir als Administratoren also machen müssen, wir müssen quasi am Puls der Zeit bleiben. Es gibt ja das Message Center in Microsoft Teams, in dem Admin Center von Microsoft und dementsprechend immer gucken, bringt Microsoft jetzt was und wie könnte ich das gegebenenfalls ausschalten? Andere Möglichkeit, das funktioniert übrigens auch ganz gut. Wenn wir sagen, okay, wir sind uns nicht sicher, ob wir alles ausschalten können oder wir möchten vielleicht trotzdem es offen lassen, es gibt den zweiten Ansatz zu sagen, wir machen das über Governance. Da könnte vielleicht A-Point auch noch was dazu sagen. Also entscheidend ist, dass ich auch andere Ansätze habe, zu sagen, okay, und dann, wenn es halt entsteht, wenn da Flows da sind, dann scanne ich halt meine Umgebung regelmäßig und gucke halt mal, gibt es jetzt einfach neue Flows, die ich vielleicht mal mir angucken musste, ob die IT da tätig werden sollte oder ob die da die Kontrolle mit übernehmen sollte. Sehr umfangreich, die Antwort. Ich glaube, das wird auch tatsächlich ein umfangreicher Blogartikel, weil immer nach und nach noch Fragen eintrudeln. Finde ich super klasse. Das sieht man auch einfach daran, dass die Teilnehmer Interesse haben und dass es wirklich ein interessantes und spannendes Thema ist. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen an die AvePoint, auch sehr spannende Fragen. Natürlich sind da auch gleich so Fragen aufgekommen, Alex, wie, naja, was kostet das Backup denn? Ich glaube, das können wir so aus dem Stegreif nicht beantworten, aber ich gehe davon aus, dass wir im Nachgang natürlich die Chance haben. Es gibt unterschiedliche Lizenzierungsmodelle, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, das entsprechend beim Kunden zu implementieren. Da gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Also bitte verzeiht uns hier die Aussage, ja, das kostet so und so viel Euro. Ich glaube, die Frage beantworten wir gerne im Nachgang. Ich habe zwei, drei Fragen, kommt mal ein bisschen auf die Zeit noch drauf an, aber ich glaube, wir kriegen es gut hin. Und zwar war die eine Frage zur Wiederherstellung. Fangen wir gleich damit an. Wir haben das Backup gemacht. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass es im Prinzip viermal am Tag passiert. Ich kann den Startzeitpunkt des Backups definieren, wann es losgehen soll. Dann läuft es logischerweise viermal durch. Da kam jetzt aber natürlich die Frage auf, jetzt bewege ich mich in der Backup-Infrastruktur, klicke da rum, ja, und sage, ich möchte zum Beispiel so einen Chat wiederherstellen. Wie schnell geht das denn? Also wie schnell ist der Chat denn wieder da? Das ist relativ schwierig zu beantworten an der Stelle, denn wenn wir das Ganze uns mal aus der klassischen Legacy-On-Premise-Welt anschauen, dann war es im Endeffekt so, wenn ich Daten wiederherstellen wollte, dann habe ich halt dafür gesorgt, dass eine ordentliche Bandbreite zum jeweiligen Live-System dann vorhanden ist, dass die CPUs und auch der Arbeitsspeicher und auch die Systeme, die drunter laufen, also irgendwelche Festplattensysteme halt möglichst performant sind und hatte halt dann direkten Datenbankzugriff. Das heißt, wenn ich eine Mail oder Ähnliches wiederhergestellt habe, dann konnte ich halt irgendwann sagen, okay, wenn genügend Performance da ist, dann sind die Sachen sofort wieder da. Im Office 365 verhält sich das ein ganz klein bisschen anders, denn da arbeiten wir über sogenannte APIs und APIs werden halt vom jeweiligen Betreiber, also in diesem Fall der Microsoft, bereitgestellt. Und wenn wir Daten wiederherstellen wollen, das sind bestimmte einzelne Elemente, ist das gar kein Problem. Dann klicken Sie auf Wiederherstellen und innerhalb kürzester Zeit, je nachdem wie groß das Element nachher auch noch ist, ist dieses Element auch wieder da. Und das kann sich dann im Zeitraum von 30 Sekunden, ich sage mal ganz vorsichtig, bis 5 Minuten bewegen, bis ich ein einzelnes Element wiederhergestellt habe. Wenn es darum geht, dann komplexe Szenarien wiederherzustellen, wie zum Beispiel komplette Site Collections, komplette Postfächer, dann wird auch jedes einzelne Element, was da drin liegt, halt durch die API dann wieder in den jeweiligen Produktiv-Tenant zurückgeschrieben. Und da kann es dann halt auch mal ein klein bisschen länger dauern. Und Sie hören vielleicht schon an der Aussage, die ich hier tätige, ist, dass man das pauschal so nicht beantworten kann. Das ist auch die Vertrieblers liebste Antwort. Es kommt darauf an. Ne? Genau. Nein, tatsächlich ist es so, dass es manchmal relativ fix geht und manchmal dauert es einfach ein bisschen länger, je nachdem, wie groß das Ganze auch tatsächlich ist. In dem Zusammenhang auch noch
im Prinzip zwei kombinierte Fragen, dann kommen wir auch relativ schnell zum Ende. Und zwar wurde gefragt, naja, das ist ja super, dass das gespeichert wird. Wie lange wird das denn entsprechend vorgehalten, das Backup, wenn das gesichert wird? Und ist es denn dann auch möglich, wenn ich, ich sage jetzt mal, mehrere Versionen davon habe, die auch wieder herzustellen? Und wie sieht es denn tatsächlich danach aus? Also welche älteste Version zum Beispiel von einem Dokument kann ich denn wieder herstellen? Genau, vom Prinzip ist es so, wir unterstützen natürlich die Versionierung, die der SharePoint mitbringt. Das heißt, die Version sehen Sie nachher auch in dem jeweiligen Dokument drin. Das heißt, die nehmen wir alle mit. Und was wir halt auch tun ist, dass wenn Sie heute mit dem Backup starten, dass Sie ab heute quasi, was heute in Ihrem Tenant drin ist, auch die Daten wiederherstellen können. Und Sie hatten, die Frage war ja auch da, wie sieht das Ganze aus mit der Retention? Also wie lange sind diese Backups denn im Zugriff? Und auch hier ist dann wieder dieses berühmte, es kommt darauf an. In unserem All-Inclusive-Paket ist es so, dass Sie eine Unlimited Retention und Unlimited Storage haben. Das bedeutet, wenn wir heute mit dem Backup starten bei Ihnen und wir gehen 6 Jahre jetzt zusammen den Weg, dass wir Ihre Office 365-Umgebung backuppen, dann könnte es durchaus sein, dass wir uns in 6 Jahren wiedersehen, wir besprechen uns und Sie sagen, hey, der Alex Böhm, der hat doch mit der Landsgut zusammen damals diesen Vortrag gemacht und da hatte ich Fragen gestellt und die wurden nachher in dem Blog-Eintrag nochmal beantwortet. Den habe ich mir als Word-Dokument abgespeichert, den habe ich aber gar nicht mehr. Dann könnte ich prinzipiell zum heutigen Tag zurückgehen und die Daten halt aus dem Backup wiederherstellen. Denn wenn Sie All-Inclusive sind, dann haben Sie pro Tag diese 4 Backups und können dann halt, wie gesagt, bis zum Starttag sozusagen zurückgehen. Sehr cool. Das heißt, eigentlich können wir, wenn wir das mal auf den Punkt bringen wollen, tatsächlich, wenn wir so viele Änderungen an einem Dokument haben, 4 unterschiedliche Stände eines Dokuments beispielsweise pro Tag sichern und das auf die tatsächliche gesamtheitliche Laufzeit zurück, wie wir im Prinzip den WavePoint Backup Service in Anspruch nehmen. Genau. Und das im Prinzip für, wenn man so möchte, aktuell für eine Pauschale, ne? Genau, richtig. Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben noch einen Haufen andere Fragen, die wir leider tatsächlich nicht in diesem ganzen, ich sage jetzt mal in den letzten, ich schaue mal auf die Uhr, in den letzten 10, 15 Sekunden beantworten können. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, dass Sie teilgenommen haben an dem Webinar. War super interessant, super viele tolle Fragen, super tolle Inhalte. Ich möchte noch ein bisschen teasern. Wir haben natürlich zusammen mit der AvePoint noch ein paar andere Themen, wie zum Beispiel das Thema External Sharing, auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema bei den Kunden, was immer wieder aufkommt. Wie kann ich mit Externen umgehen? Wie teile ich diesen Kollegen oder ich sage jetzt einmal, ja, Partnern, Lieferanten, Dokumente richtig? Wie funktioniert das? Wie binde ich die bei mir ein? Das ist auf jeden Fall ein Thema, da haben wir uns drum gekümmert. Und da schaut einfach gerne in unsere Social Media Kanäle rein. Wir posten es regelmäßig. Da könnt ihr dann auch dieses Cheat Sheet beispielsweise runterladen. Und jetzt hat man natürlich heute jetzt gerade vom Jörg nicht unbedingt viel gesehen und gehört. Der hat sich ja sauber im Hintergrund versteckt, wenn man so möchte. Von mir hat man ein bisschen was gehört. Man kann das schon anteasern. Wir haben uns in Clubhouse ausprobiert, hat super funktioniert. Wir haben gesagt, naja, wenn das so gut funktioniert, machen wir auch einen Podcast. Eigentlich ganz cool. Wir haben uns überlegt, ich bin Schwabe, der Jörg ist Franke, warum nicht der Schwabe und der Franke in New Work mit Sprachbarrieren? In dem Sinne, schaut rein, bleibt auf dem Aktuellen, schaut in unsere Social Media Kanäle. Ihr kriegt die Infos im Nachgang per Mail zugeschickt, ihr kriegt die Aufzeichnung, also es geht nichts verloren, ihr kriegt die Präsentationen, also keine Angst und ja, hoffentlich bis bald und bis zum nächsten Webinar. Macht's gut. Ciao. Ja, ciao. Schönen Tag noch. Euch einen schönen Tag.